So, da waren wir. Wir gehen erstmal wieder in unsere, ja, Garage. Wählen uns erstmal den Nissan Skyline wieder an. Und wir haben, glaube, letztes Mal alle, ja, alle Girls erfahren. Erfahren? Ja, jetzt eben kloppt an. So, die ist neu. Alt. Neu. Die kam beim letzten Mal hinzu. Die auch noch nicht. Die ist auch beim letzten Mal dazu gekommen. Genau wie die. Die bei der vorletzten Folge. Die hier, glaube die auch. Die hier, ja, das waren sie alle. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die Videos nur alle freikriegt. Boah, bin ich jetzt überfragt. Weil manche haben besitzen drei Videos. Das weiß ich schon nicht mehr. So, wollen wir uns an den Street Challenge versuchen? Machen wir erstmal Surfing Time. Wir haben genug Kohle. Und jetzt wenn ich von der Strecke ausgehe, die es ist, dann ist das kein Problem. Was ich mal wieder nicht ist. Zugi, Zugi. Oh ja, hier wird man mehr Videos brauchen für die ganzen Challenge. Ich sehe gerade, unsere Respect Points sind ganz schön angestiegen. Weil normalerweise hätte ich nämlich nur 63.000. Diese grünen Pfeile, die als auf der Straße gerade rumfahren, die bringen einem gar nichts außer Geld. Das sind etwas leichtere Gegner als wie hier diese gelben. Hey, wo wollen wir denn hin? Ja, den Wagen kann man doch irgendwo her. Aus dem Intro. Meinst du, warum, dass ich eine Skyline habe? Diese würde ich, diese Challenge, die würde ich immer gerne zu Schluss machen, weil die sind nicht ganz. Also die Gegner haben nicht wirklich langsamere Autos. Also gab es doch für die Girls Respect Points. Deswegen müssen wir erstmal das hier alle wegmachen.
Und nächster Challenge abgeschlossen. Jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Drei von 20. Ja, warte mal. Wir gucken einfach mal kurz was. Normalerweise dürfte die jetzt nicht gezählt werden. Let's do it. Sonst könnte man ja immer die gleiche Challenge fahren. Das wäre ja langweilig, wenn die jetzt auszählen würde. Moment. Zählt doch trotzdem. Muss jetzt keiner verstehen, oder? Nein, muss keiner verstehen. Aber wir können, glaube da oben, ja, da oben können wir dann schon weitermachen. Wenn ich jetzt wüsste, ob die Challenge überhaupt noch einen Sinn haben. Gute Frage. Yo man, I got this step. Yeah, come on. Aber ich glaube, man kriegt irgendwas frei, wenn man die alle 20 fährt. Vielleicht lasse ich auch welche aus, weil das macht ja sonst keinen Sinn, wenn man immer die gleiche fahren kann. Die nehmen wir jetzt nur auf und dann gibt es da halt noch das letzte Turnier und du lass mich jetzt da hinten in Ruhe und dann sind wir ja eigentlich schon so gut wie durch mit SRS. Weil dann brauche ich euch nämlich auch nicht mit den Videos hier zu langweilen. Hätten sie an mehreren Orten 20 gelbe Punkte für jeden Ort einmal abgezogen, aber das gibt, weil das ergibt keinen Sinn. Ja, dann fahre ich erstmal die ganzen Challenge zusammen, weil das hat nämlich sonst wirklich keinen Sinn. Bis gleich.